Wir haben damit den Punkt 20 absolviert und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21, Community Organizing für Dresden, Stadtteilmanagerin für alle Stadtbezirke, ein Antrag SPD. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream, bürgerschaftliches Engagement und eine funktionierende Stadtgesellschaft entstehen häufig in der Nachbarschaft bzw. im Wohnviertel. Deswegen haben sich zumindest die rot-rot-grünen Fraktionen hier im Stadtrat auf die Fahnen geschrieben, die Stadtteile zu stärken und auch die Mitbestimmung in den Stadtteilen zu stärken. Wir haben dafür in den vergangenen Jahren mit der Stadtbezirksverfassung die Legitimation der Stadtbezirksbeirätinnen und Stadtbezirksbeiräte durch die Direktwahl gestärkt. Wir haben den Stadtbezirksbeiräten zu erreichen. Aus Sicht der SPD-Fraktion wäre das Community Organizing und die Einführung von Community Organizern eigentlich der logische nächste Schritt. Da das immer mal wieder nachgefragt wurde, möchte ich auch an dieser Stelle noch mal betonen bzw. kurz erklären, was sich hinter dem Konzept Community Organizing verbirgt. Die Menschen, die Community Organizer, haben die Aufgabe, die Bürgerschaft dabei zu unterstützen, sich selbst zu organisieren und im eigenen Stadtteil Projekte zu organisieren. Die haben nicht die Aufgabe, und Menschen befähigt werden, selber sich für ihre Themen einzusetzen und Projekte umzusetzen. Wir nehmen aber genauso natürlich zur Kenntnis, dass die Mehrheit der Stadtbezirke diesem Ansatz für jeden Stadtbezirk, der im Moment noch keine so eine Stelle hat, eine solche Stelle zu schaffen, mehrheitlich nicht gefolgt sind. In den Debatten in den Stadtbezirksbeiräten kam immer wieder das Argument, das sei ja Aufgabe der ehrenamtlichen Stadtbezirksbeiräte und Stadtbezirksbeiräte bzw. der Stadtbezirksämter. Das kann man diskutieren und ich würde mich auch freuen, wenn das tatsächlich stimmt. Allein ich finde es insgesamt ein bisschen, dass eine Koordination der Bürgerschaft und die Unterstützung der Bürgerschaft in der Umsetzung ihrer eigenen Themen tatsächlich in dem Umfang geleistet werden kann. Nichtsdestotrotz, wir nehmen das Votum aus den Stadtbezirksbeiräten ernst, auch wenn mir das für den Stadtteil Pieschen leid tut, wo der Stadtbezirksbeirat für den Antrag mehrheitlich gestimmt hat. Aber wir nehmen das Votum ernst und wollen deswegen hier an dieser Stelle heute beantragen, dass wir über die Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses als Beratungsgrundlage machen. Der Jugendhilfeausschuss hat beschlossen, aus dem Antrag, der ursprünglich ja mal 5 Punkte hatte, nur die Punkte 1 und 4 zu beschließen und die Punkte 2, 3 und 5 Vielen Dank. Herr Drews, die Fraktionsrunde beginnt mit der Linken. Ist keine Wortmeldung, FDP? Freie Wähler? Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ist es manchmal so, dass Anträge vielleicht, das ist vielleicht auch eine Form von Avantgarde, und wir müssen zunehmend in Sozialräumen denken und auch handeln. Und so gesehen werden wir mit der Idee, die hinter diesem Antrag steckt, wirklich auch neuen Herausforderungen, die wir im sozialpolitischen Bereich erleben werden, mittelfristig gerecht werden. Welche Herausforderungen das sein werden, wissen wir auch in vielen Bereichen noch gar nicht. Übrigens, auch da wird sicherlich die Corona-Krise auch Herausforderungen für die Stadt Gesellschaft mit sich bringen. Wir haben ein zunehmendes Problem in den Städten mit Vereinsamung von Menschen, nicht nur von alten Menschen. Auch diese Herausforderung werden wir uns annehmen müssen, und zwar nicht von oben, sondern aus der Stadtgesellschaft heraus. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch sehr klug, wenn der Ansatz, der in diesem Antrag steckt, von uns weitergedacht wird, weil in der Tat dies nicht Aufgabe ehrenamtlicher Arbeit sein kann. Dennoch, sage ich mal, macht dieser Antrag den dritten Schritt eben vor dem ersten. Er nimmt auch Bezug zum Beispiel auf die neuen Nachbarschaftszentren, die es in dieser Komplettheit noch gar nicht gibt. Und deshalb bin ich froh darüber, dass jetzt sozusagen der Kompromiss im Raum steht, dass wir erst einmal uns bekennen zu der Idee der Stadtteilmanager, würden uns aber dann beim Punkt 4 enthalten wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, CDU-Fraktion. Herr Dr. Brauns, bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, bei der Vorstellung von Herrn Drees fragt man sich eigentlich, was war ohne diesen Antrag bisher? Wie konnte die Stadtgesellschaft leben überhaupt ohne diesen Antrag? Meine Damen und Herren, ich finde das schon eine Das halte ich für sehr, sehr mutig. Und da bitte ich doch einfach mal zu überlegen, auf welcher intellektuellen Basis Sie die Kollegen Stadtbezirksbeiräte denn einordnen. Das finde ich etwas schwierig. Und deswegen wäre die einzig richtige Konsequenz aus dem, was die Stadtbezirksbeiräte gesagt haben, diesen Antrag einfach schlicht zurückzuziehen und dieses Problem dort zu belassen, wo es ist. Dann warten wir doch erst einfach mal ab, was denn die Gemeinschaftszentren, die eben auch schon erwähnt worden sind, alles bringen. Es scheint vor Ort gar keinen Bedarf zu geben. Und so ein bisschen ist das wieder die Erweckung von Bedarf.
bitte nehmen wir wirklich auch intellektuell das, was die Stadtbezirksbeiräte beschlossen haben, ernst und dann ziehen Sie, das wäre redlich, diesen Antrag zurück. Wir werden ihm jedenfalls nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Lommel, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtekollegen, liebe Zuschauer draußen am Computer. Die SPD hat ursprünglich beantragt, ich weiß jetzt nicht, welche Punkte genau jetzt zurückgezogen worden sind, 300.000 Euro hätte es gekostet für einen Haushalt aus dem Haushaltsjahr 2020 und dann 2021, 2022 die Stellen zu schaffen für eben die hier diskutierte Community Organization in den jeweiligen Ortsbeiräten. Sie schreibt weiter, das hätte große Erfolge und sie hat es allerdings bis heute vermisst, zumindest uns klarzumachen, wo denn konkret die Erfolge sind, die Sie sehen. Ich habe sie nicht gefunden. Aber ich bin dann ins Internet gegangen und habe mir erklären lassen, was diese Community Organization ist, was es darstellt. Und da habe ich eins gefunden, ja, das hat mit den Vokabeln sehr viel zu tun, wie auch hier im Antrag da war, dass das ganz gut im angelsächsischen, angloamerikanischen Bereich klappen würde. Und jetzt Achtung, wenn das von der Bürgerschaft bezahlt wird und nicht von der Behörde, also nicht von der Stadt, genau das ist der Unterschied. Weil ansonsten wären, so wäre die Idee von dieser Sache, die Gleichrangigkeit, die Ebenwürdigkeit zwischen Behörde, Bürgern und so weiter wäre sonst verletzt, weil der Grundsatz ja ist, immer derjenige, der bezahlt, der bestimmt. Aber hier sollte ja ein Kümmerer da sein, der auf gleicher Ebene ist, so habe ich es zumindest im Internet gefunden. Und das hat die SPD zumindest in ihrem Antrag so vermissen lassen. Also wenn man das so haben will, weil das so erfolgreich wäre in vielen anderen Ländern, dann bitte nicht aus dem Stadtsäckel. Und dann bitte dann so organisieren, dass es aus der Bürgerschaft kommt. Und das kam nicht aus der Bürgerschaft, es ist abgelehnt worden. Und deswegen werden wir es auch ablehnen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Weitere Wortmeldungen sehe ich hierzu nicht. Ein Schlusswort, Herr Drees, bitte. Ja, sehr geehrter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein, zwei Sachen möchte ich dann im Schlusswort doch noch mal gerade rücken. Herr Dr. Brauns, Sie haben gerade in Ihrem Redebeitrag gesagt, ein Ansatz wäre sinnvoll, der die Selbstverwaltung in der Bürgerschaft unterstützt und stärkt. Ja, herzlich willkommen. Genau das macht das Community Organizing und genau das ist das Konzept. Und wenn Sie sich inhaltlich mit dem Konzept beschäftigt hätten, dann wäre Ihnen das vielleicht auch aufgefallen. Es geht eben nicht darum, irgendwie Menschen an die Hand zu nehmen oder zu betreuen oder was auch immer Sie hier gerade geschildert haben, sondern es geht eben genau darum, Selbstorganisation zu unterstützen und auch die Diskussionsgrundlage, die Sie hier in Ihrem Redebeitrag zur Grundlage gemacht haben, ist ja schon gar nicht mehr die, über die wir reden. Wir haben ja gesagt, und das habe ich auch in meiner Einbringung gerade eben deutlich gemacht, wir nehmen von der Einrichtung dieser Stellen Abstand und nehmen dort die Voten der Stadtbezirksbeiräte ernst. Und aber unter anderem deswegen bin ich sehr froh, dass die AfD eben da nichts zu sagen hat. Vielen Dank. Die Debatte ist damit abgeschlossen. Wir haben ja einen Bericht des federführenden Ausschusses, der ablehnend ist. Jetzt war mir aus den Wortbeiträgen nicht vollständig klar, ob es da zur Abstimmung noch gesonderte Anträge gibt. Ansonsten würde ich den federführenden Ausschuss in
Genau. Also ich hatte in meinem Redebeitrag beantragt, über die Beschlüsse ist, zunächst die Frage stellen, ob wir über den Bericht des Jugendhilfeausschusses abstimmen wollen. Das wäre die erste Frage. Zur Geschäftsordnung, Herr Genschmann. Ich würde gerne Gegenrede halten gegen den Antrag und ganz einfach beantragen, dass wir den ursprünglichen Antrag, also vom federführenden Ausschuss, abstimmen. Gut, aber das wäre jetzt insofern die Geschäftsordnungsfrage. Wollen wir über den Jugendhilfeausschussbericht abstimmen? Das ist erst die Geschäftsordnungsfrage. Wenn das mit Ja beantwortet wird, stimmen wir inhaltlich darüber ab. Und wenn das mit Nein beantwortet ist, stimmen wir über den federführenden Ausschussbericht ab. Also zunächst den geschäftsordnenden Antrag, den Herr Drews nochmal aktuell benannt hat. Wer dafür ist, dass wir den Antrag in der Fassung des Jugendhilfeausschussberichtes abstimmen, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Enthaltung? Das ist bei 32 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Also stimmen wir jetzt über den federführenden Ausschussbericht ab. Zur Geschäftsordnung nochmal, Herr Schmählich. Ja, offensichtlich wollen die Damen und Herren auf der Seite heute nicht nach Hause gehen. Also die Intention war ja eine andere gewesen, nämlich dass wir genau jetzt wieder über Dinge abstimmen, die eigentlich gar nicht mehr zur Abstimmung stehen. Dann müssen wir aber konsequenterweise, weil das ja ein ablehnendes Votum ist, praktisch hier auch punktweise Abstimmung machen. Nein, nicht konsequenterweise ist ein Bericht eines federführenden Ausschusses wird konsequenterweise üblicherweise in Block Fassung abgestimmt. Alles andere muss eigenständig sein. Wenn man den Bericht des federführenden Ausschusses ablehnt, ist man wieder beim Ursprungsantrag beziehungsweise bei Änderungen zum Ursprungsantrag. Aber der Geschäftsordnungsgang ist, nachdem wir den Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung in Fassung des Jugendhilfeausschusses abgelehnt haben, dass wir jetzt über den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Gestatten Sie mir trotzdem noch eine Anmerkung. Also Herr Drews hat eigentlich Elemente dieses Antrages hier zurückgezogen und wir stimmen jetzt über einen Bericht des federführenden Ausschusses ab, wo diese Elemente noch drin sind. Das ist irgendwie widersinnig. Das würden Sie vielleicht zumindest eingestehen. Naja, wenn sich alle konsequent bei dem Abstimmungsverhalten danach richten, was sie wollen, können sie so abstimmen, dass sie zum Ergebnis bekommen, was sie wollen. Also insofern ist nicht das Abstimmungsverfahren das Problem, sondern die Frage, wie man sich zu den einzelnen Punkten verhält. Aber das Abstimmungsverfahren ist relativ klar und relativ einfach. Es gibt einen Ursprungsantrag, zu dem es dann einen federführenden Ausschussbericht gibt, der hier Abstimmungsgrundlage ist. Und der Antrag, eine andere Abstimmungsgrundlage zu wählen, ist abgelehnt worden. Also stimmen wir jetzt über den Bericht des federführenden Ausschusses ab. Wenn der abgelehnt wird, dann sind wir beim Antrag und jeder kann nochmal einzelne Wünsche reinbringen. Also ich bin meilenweit davon entfernt, Sie zu belehren. Aber es ist widersinnig, wenn zum Beispiel der Punkt 1, also die grundsätzliche Bekenntnis, also zustimmungsfähig gewesen ist, dass man jetzt, wenn man dem Punkt 1 zustimmen will, praktisch dem ganzen Antrag mit Elementen der Finanzierung, der man nicht zustimmen will, hier entscheiden muss. Also das ist wirklich, gelinde gesagt, komisch. Also von daher würde ich da ganz gerne doch die Möglichkeit haben, über diesen Antrag so abzustimmen, zumal, wie gesagt, der Antragsteller teilweise zurückgezogen hat, Elemente erst einmal, wie er auch jetzt noch hier ansteht. Wir stimmen jetzt über Dinge ab, die gar nicht mehr zur Abstimmung stehen. Also wir sind uns sicherlich auf fundamental-philosophischer Basis der Sinnhaftigkeitsfrage hier einig, die ich allerdings schwer im Rahmen der Geschäftsordnung, sondern eher unter kulturvollen Rahmenbedingungen beantworten kann. Für den Gang der Geschäftsordnung hier im Stadtrat gibt es nun mal eine Regelung und der einfachste Weg, aus der gewissen inhaltlichen Widersprüchlichkeit rauszukommen, wäre jetzt bei dem Abstimmen des federführenden Ausschussberichtes diesen abzulehnen.
dann, wie gesagt, hat man die Sache wieder geöffnet. Wenn aber der federführende Bericht des Ausschusses eine Mehrheit bekommt, dann ist das der Mehrheitswille des Stadtrates, das genau so zu machen, wie es in dem federführenden Ausschuss behandelt worden ist. Insofern, nochmal, wenn alle konsequent ein konsistentes Abstimmungsverhalten haben, ändert die Reihenfolge der Abstimmung eben auch nichts und der Wille des Stadtrates mehrheitlich setzt sich durch. Und das werden wir jetzt zunächst bei der Frage der Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht jetzt testen. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung erteilt, dem bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Ausschussbericht ist bei 33 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung angenommen und damit der Tagesordnungspunkt abgeschlossen.